Leute, jetzt noch ein kleines Update hier zur Anlage. Ich habe jetzt endlich mal hier diesen Seitenschutz eingebaut, weil ich hier auf der Ecke, ich habe ja nur fast nur im Prinzip Achterkreise verbaut hier, um hier insgesamt nicht noch weiter ins Zimmer zu kommen, weil so viel Platz habe ich da auch nicht mehr. Habe ich immer Angst gehabt, dass da mal irgendwann was abgeht und runterfällt, und dann habe ich jetzt quasi diese Leiste, das ist so ein Rest von Verpackungsmaterial von so einem Schrank, habe ich jetzt verwendet und das hier nochmal schön an der Seite schön dran geschraubt, so dass das hier eine Sicherung gibt. Das wollte ich hier vorne in diesem Bereich, wollte ich auch nochmal was machen, also quasi im Kurvenbereich hier, damit das hier nicht runterfällt. Denn hier vorne ist mir mal ein Zug runtergefallen, da habe ich jetzt auch eine Platte vorgemacht. Auch wieder mit diesen herrlich wunderbaren Tannenimitationen. So, also quasi habe ich das davor gemacht, damit das hier auf jeden Fall, wenn hier mal irgendwas in die Kurve geht und zu schnell ist, nicht gleich runterfällt. Das ist das, was ich schon lange machen wollte. Mir fällt gerade an, ich hätte das ja auch ein Stück weiter ziehen können. Aber naja, gut. So. Und dann habe ich zusätzlich noch aus dem eBay ein paar Ersatzschienen besorgt, weil irgendwann, wenn das mal woanders aufgebaut wird, könnte ich mir vorstellen, dass ich hier nochmal 1,5 Meter ransetze. Und dafür habe ich jetzt quasi dann auch die Schienen alle mir besorgt. Dabei war diese Treppe hier, die viel zu niedrig war. Also habe ich hier unten noch jeweils auf beiden Seiten nochmal Holzklötze geklebt. Das Ganze darauf befestigt, ein völlig überdimensioniertes Geländer habe ich hier abgemacht, das war viel zu hoch, und habe hier oben noch Holzleisten drauf geklebt und den ganzen Kram dann einfach nochmal überlackiert, damit das vernünftig aussieht. Das ist das, was ich gemacht habe. Zusätzlich habe ich noch dieses kleine Häuschen hier gekauft, da fehlte leider der Schornstein, also musste ich hier vorne diese gelbe Dachluke einbauen. Das sieht ja auch ganz nett aus, finde ich. Erst habe ich gedacht, wo lasse ich das noch, aber es passt alles irgendwie noch. Und sieht irgendwie auch lustig aus, finde ich. Das ist eine Keksdose quasi. Ne? So. Was jetzt immer noch nicht so wirklich funktioniert, ist hier, sind hier die Signale. Also hier schon, hier sieht man das, es steht auf Rot und ich kann es auch ausstellen. Also beide, dieses und das. Und wenn ich hier jetzt einstelle, dann gehen zum Beispiel zumindest schon mal die Signale 1, 2 und Nummer 3. Auf grün, auf rot habe ich das noch nicht geschafft, das irgendwie einzustellen. Ich muss noch mal gucken, wie ich das da alles verlegt habe, dass man das dann auch umstellen kann. Und dann soll das vierte Signal, das hier noch steht, soll entsprechend auch geschaltet sein, nachher über einen extra Schalter für den anderen Kreis. Aber das mache ich noch. Zusätzlich habe ich hier denn jetzt endlich mich mal an die Lampen rangemacht. Ich hatte hier noch Lampen. Die sind zwar nicht besonders schön, aber sie funktionieren, wie man sieht. Die habe ich hier noch eingebaut, dass das ein bisschen ausgeleuchtet ist. Hier, das habe ich alles ein bisschen heller gestellt. Jetzt auch nochmal, wo das jetzt mal ausmacht. Dann sieht man auch, dass das hier hinten jetzt schön ausgeleuchtet ist. Musik.